this. You have defeated an enemy. Yo, moin Leute, willkommen zu What of the Gaming, eurem Channel für den Fresh-Hearthstone Arena of Valor Content. Und heute gibt's ein kleines Quickie-Match unter 15 Minuten für den entspannten Feierabend, jetzt kurz vor den Mai-Feiertagen, beziehungsweise dem 1. Mai als Tag der Arbeit. Da soll ja keiner was tun, außer meine Videos gucken. Deswegen habe ich gedacht, machen wir mal auf die Schnelle eines mit einem meiner absoluten Lieblingshelden. Das Game ist gestern entstanden, 27.04. Ich bin durch irgendeinen dummen Zufall in die Support-Rolle gekommen, habe jetzt hier Heal ausgewählt, als ich versuche mal, meine Mates irgendwie zu boosten und spiele Arduin auf der Support-Lane, was ich sonst gar nicht so gerne mache. Das ist gar nicht so mein Style. Ich dominiere lieber die Solo-Lane mit dem guten Rüstungsgeist und naja, wir sind auf jeden Fall hier erstmal mit Violet unten auf der Lane angekommen. Ich habe einen krassen Movement-Buff. Ich weiß gar nicht, bewegt er sich immer so schnell oder ist das das neue? Das ist jetzt übrigens schon das neue Update. Da gestern entstanden ist das Update schon da. Das heißt, alle Sachen, die ins Update eingeflossen sind, sollten jetzt schon online sein. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen und habe auch noch keine Quelle gefunden, wo irgendwie meine Gesamtzusammenfassung wäre. Sonst ist das ja gerne mal auf Reddit. Habe so ein paar Sachen aus dem Discord schon mitgenommen, aus meinem Discord. Wenn ihr da mal ein paar Infos haben wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Unten steht der Link drin. Da hat ein netter User mal ein paar Sachen zusammengefasst, so aus seinem Dunstkreis, was er denkt oder was er so gelesen hat. Und wir sind auf jeden Fall hier hart auf der Lane, dominiert von Terry und Maganga. Wie ihr seht, meine Leben schrumpfen gerade ganz schön. Violet versucht so hier ein bisschen das Ganze zurückzudrängen. Und wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir nicht eine übelste Klatsche abbekommen. Und ich bin schon echt super, super low. Nehme jetzt gerade nochmal schnell das Health Pack hier, um irgendwie rauszukommen. Und early on, also schwer gegen die beiden hier zu fighten. Ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen. Habe jetzt hier überlegt, ob ich noch an Maganga vielleicht rankomme. Jetzt kommt auch Quillen hier rein. Zockt sich jetzt hier den ersten Kill. Maganga versucht jetzt den Turm zu deffen. Das sollte für ihn gar kein Thema sein. Mit seinen Giftwolken hier uns durchaus krass auf den Sack zu gehen. Wukong kommt gerade auch nochmal mit. Für den werde ich nachher immer wieder ein spannendes Ziel darstellen. Da habe ich mich gewundert, warum man den Tank irgendwo priorisiert. Aber meine Güte, so soll es halt sein. So, und jetzt bin ich hier voll in dem Kampf gegen Wukong, krieg ihn hier hochgedasht und hab dann auch gedacht, ach komm, ich habe so viel Arbeit reingesteckt, dann hole ich mir den Kill doch auch einfach mal ab. An der Stelle getan und baue das Support-Item hier jetzt als allererstes mal weiter aus. Werd danach direkt auf die Boots gehen, aber ich wollte das Support-Item hier erstmal voll haben. Und habe mich dazu entschieden, Full-Troll-Mode bzw. Full-Damage-Mode. Wir gehen mit den Eradicate Raketen rein, also volle Kanne auf die 12. 2-2 steht's gerade und es ist alles noch in Butter. Ich finde, wir haben den ersten Impact hier an der Stelle zu zweit besser gemeistert, als ich es mir gedacht hätte. Die erste Minute sah doch schon ganz schön grützig aus und jetzt haben wir hier auf jeden Fall viel Action. Wukong ist da, wir haben hier Maganga schon wieder, Terry kommt jetzt auch mit rein und ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, doch durchaus nochmal den Rückweg anzutreten, beziehungsweise hier den ein oder anderen Blast nochmal abzusetzen und muss jetzt hier direkt schon wieder schauen. Also das ist halt das Problem mit Maganga und dieser Giftmechanik. Die leben purzeln einfach nur so dahin. Also selbst mit Schild, meine Güte, das ist echt richtig krass, wie krass man hier auch die Fresse bekommt. Und ich probiere halt trotzdem weiter zu poken. Ne? Ich bin ja hier kein Kind von Traurigkeit. Eradicate ist draußen und das war einfach auch nicht ganz umsichtig gespielt, weil das jetzt plötzlich hier ein Wukong aus dem Gebüsch springt, hätte man sich ja denken können. Gibt mir also einmal die kurze Möglichkeit, ein bisschen über meine Taten nachzudenken und mal zu überlegen, was ich vielleicht nochmal besser machen will. Jetzt habe ich mich geärgert, weil jetzt hier Quillen, Yue und Violet zusammen sind und ich wollte eigentlich ein paar Assists bekommen, weil ich habe jetzt gerade noch den Codex offen oder hatte den Codex noch offen und wollte hier Level 65 auf jeden Fall erreichen, um noch das Crixie-Icon zu kriegen. Ob ich Level 60 schaffe, weiß ich nicht, aber gedacht so, kacke, jetzt habe ich hier ein paar Assists stehen lassen, weil ich hatte noch eine Tank-Mission offen. Und da habe ich doch gedacht, gehe ich doch mal kurz unter den Tower, wenn ich jetzt schon mal Leben habe, die ich nicht an Maganga donated habe, dann kann ich die doch auch mal sinnvoll einsetzen,
Und jetzt machen Violet und ich uns direkt über den Turm her. Habe jetzt hier noch das Health Pack von den Gegnern geklaut. Der Turm fällt eh, also von daher ging der Bonus jetzt an mich. So ein bisschen wie bei der Tafel abgreifen, was rumliegt. Und das ist jetzt gesellschaftskritisch auch wieder, ne? Habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass da oftmals Leute hingehen, die gar nicht Tafel geeignet sind oder es gar nicht benötigen würden oder die Tafeln viel zu viel haben oder viel zu wenig. Also, spannendes Thema. Vielleicht mache ich nochmal irgendwie ein gesellschaftskritisches Format hier. Interessiert euch aber eh nicht, weil ihr guckt ja noch nicht mal die Videos ganz. Oder vielleicht seid ihr alle total politisch und euch fehlt das Ganze hier in den Beiträgen. Aber da habe ich mich jetzt wieder auf dünnes Eis begeben. So soll es auch sein. Ist ja jetzt bald im Sommer auch durchaus Thema Eis und so, Klimawandel. Oh je, ich mache hier die ganz großen Themen auf, ich sehe schon. So, jetzt habe ich hier noch einmal ganz kurz einen rausgeböllert, das hat gut gepasst. Ich werde hier auf jeden Fall nicht an Miranga zugrunde gehen, einmal kurz das Schild gezündet und kann dann auch wieder mit nach vorne stürmen. Also, ich liebe Arduin einfach, weil er ist so tanky. Es ist so geil, einfach reinzuspringen und sich hier mit den Leuten auseinanderzusetzen. 3-1 habe ich mich jetzt schon direkt wieder nach vorne katapultiert. Dieser Champion macht so Spaß. Ich weiß, im High-Elo-Bereich spielt man den nicht mehr. I don't care, ich bin Platin 3 auf dem Weg zu Platin 2. Ich weiß nicht, ob ich es diese Season noch schaffe, auf Platin 2 hochzugehen, aber es sieht echt ganz gut aus gerade. Ich bin happy. Ich bin mit Arduin einfach happy. Ich bin Arduin-Simp. Da haben Sinestria und Konsorten überhaupt gar keinen Stich, den die da machen könnten. Ich bin einfach Arduin-Simp durch und durch und das werde ich auch bleiben bis ans Ende meiner Tage. Ich finde den einfach nur geil. Der Spielstil sagt mir zu, die Tankiness sagt mir zu. Seine Kill-Pressure ist nicht die höchste, aber ich finde trotzdem, dass man mit ihm hier gut reinrödeln kann. So, hier, jetzt genau das meine ich. Hier, zack, nochmal hochgeworfen und bam und Ding und zack und killen und ich habe es vorbereitet und da wird nochmal fast der Wukong auseinandergeprügelt. Das ist einfach, das wollen die Leute da draußen sehen. Das ist das, was Spaß macht. Schön hier abgeholt und 17-5. Ja, der Quillen farmt sich hier den Arsch wund. Das ist definitiv sowas, was man sagen kann. Der hat hier den Lauf seines Lebens. Ich glaube, der geht nachher mit über 10 Kills raus, auf jeden Fall aus der ganzen Nummer. Von Lupu haben wir bis jetzt gar nichts gesehen. Violet hat sich auch eher zurückgehalten. Also von daher, ich bereits vor und er tütet's ein. Das ist doch auch gut, so ein bisschen wie im Supermarkt. Violet muss jetzt da gucken, dass sie da rauskommt. Und ich habe jetzt hier einen Dark Slayer für mich gesehen, aber dann irgendwie halt auch nicht, weil allein mache ich den nicht. Da reicht dann mein Auto-Attack-Schaden halt nicht aus, ne? Das ist halt so, ja, also ich könnte den machen, Solo. Wie Leben hätte ich. Aber dann sehe ich halt den Rest vom Spiel nichts mehr anderes, außer ihm. So, jetzt sehen wir hier einen Wukong. Da kommt dann nochmal eine Krixie mit rein. Alles easy. Der Schaden macht mir auch nichts aus. Also ich habe jetzt nur die Boots gebaut, ja, aktuell. Bei Natalia müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, also ich habe noch Heal mit. Das war ein Versehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung fahren. Und habe jetzt aber hier nochmal ganz kurz den Exit-Button gedrückt. Ich hatte die Vermutung, dass Wukong nochmal wiederkommt, habe aber ja jetzt gesehen, dass er da unten wartet. Und hier, Quillen kann sich nochmal einen abholen. Ich hau Krixie nochmal ganz kurz an. Jetzt haben wir direkt nochmal 2 Assists bekommen. Also ich war mit dem Score am Ende auch echt zufrieden, weil es hat mir auf jeden Fall die offene Quest noch gelöst, sodass ich da noch ein Level gestiegen bin. Das waren, glaube ich, 120 Punkte. Der Codex ist ja in 3 Tagen dann auch rum. So, und jetzt gehen wir hier nochmal schön rein. Aber das Schild von Maganga ist auch echt gut. Also da hätte ich ein bisschen mehr Druck gemacht und hätte ich auch noch ein bisschen mehr Schaden, dann wäre das nicht so glimpflich ausgegangen. Aber wir haben das Spiel bislang schon ziemlich dominiert. 3-2-6, also das sieht schon durchaus wirklich gut aus. Jetzt hat Yue hier Teri weggeschleudert mit ihrer Ult. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das sollte. Weil so ist sie natürlich out of range gejumpt. So, jetzt gehe ich hier nochmal rein. So, jetzt passt mal auf hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 ich hole mir hier noch einen Kill ab und jetzt sterbe ich natürlich, ne? Aber alleine, dass ich das machen kann, einen Kill abzuholen, obwohl da 3 Gegner stehen, das ist das, was Arduin für mich ausmacht. Das ist das, was mir Spaß macht an diesem Champion, diese Überzahlsituation für den Gegner, wo man trotzdem noch zumindest mal einen Kill mitnimmt. Ich weiß, es ist taktisch nicht das, was das Sinnvollste ist, dann da auch rauszugehen. Ich bin als Tank dafür verantwortlich, die Squishy-Targets zu schützen, aber
Ich schütze schon andere Squishy Targets in meiner Freizeit, indem ich dafür sorge, dass sie nicht auf die Straße mit ihrem Laufrad fahren. Da kann ich virtuell machen, was ich will. Das macht mir dann doch durchaus mehr Spaß, hier auch ein bisschen rumzupöbeln und auch mal einfach den 1 gegen 3 Fight zu suchen und dann sogar noch einen mitzunehmen. Das ist meine kleine Welt. Das ist der kleine Spaß, den ich tagtäglich habe. Virtuell. So, genau. Also jetzt, wir neigen uns zum Ende, würde ich sagen. 9 Minuten 30 sind gespielt. Viel mehr ist nicht mehr auf der Uhr. Wir rauschen hier in die Türme rein. Triple Kill für Quillen. Also der macht hier wirklich das Ding seines Lebens. Quadra Kill, ein Mega, wird es leider nicht mehr werden. Also der Penta bleibt ihm leider verwehrt an der Stelle, weil sich da der Gegner auch nicht blicken lässt. Aber das war auf jeden Fall sehr sahnig gespielt, hat er gut gemacht und hat natürlich hier auch einiges dazu beigetragen, dass der Score jetzt so steht, wie er steht. So. Badabum, badabing, badabeng. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich hier Geier Standarte auch noch fertig. Das heißt, ich habe hier nochmal ein bisschen mehr Leben dann auch und noch Regeneration. Also selbst wenn es jetzt nochmal ein Turnaround geben sollte, bei den Gegnern wäre ich gut drauf vorbereitet. Hier Eradicate auch nochmal rein und es klappt gar nicht mehr, weil... doch, einen Kill habe ich sogar noch mitgenommen aufs 5-4, aber wir sind durch. Die Gegner sind am Ende, wir sind am Ende der Sieger. Die Sieger, die Siegerinnen. 11 Minuten sind jetzt auf der Uhr und es gab noch ein paar Masterpunkte. Ich wollte doch eigentlich auch gucken, dass Arduin mein erster Legendary Hero wird von der Profession her. Da habe ich nämlich noch gar keinen. So, also hier nochmal gestiegen. Zack, und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ganz kurz die Postgame-Stats an. Schild 40.000 Schaden geblockt über den Schild. 9,2, zweitbestes Ergebnis. Ja, ein Tod zu viel, würde ich sagen, aber hier 47,6% des Gesamtschadens geblockt. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Trotzdem noch 5 Kills gemacht. Participation war okay. Und ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Macht es gut und genießt das Wochenende.